So, jetzt erstmal ganz, ganz großen Dank für über 1000 Abonnenten. Ich finde es echt klasse, dass ihr mir so treu gefolgt seid. Finde ich echt super. Hätte ich nie damals gedacht, als ich angefangen habe. Ich habe mit vielleicht 100 gerechnet. 100 war für mich damals schon eine Traumzahl. Mittlerweile über 1200 Abonnenten. Ich freue mich wirklich und es tut mir wirklich leid, dass ihr so lange aufs Special gewartet habt. Ich hatte eigentlich was komplett anderes geplant. Eigentlich wollte ich einen schönen Leckerbissen für euch zünden, und zwar das Superknall 444 von Komet, noch mit dem alten Warenzeichen. Nur leider verzögert sich das etwas, bis ich das habe, und ich wollte jetzt nicht noch unendlich lange hinhalten, womöglich bis Silvester oder noch länger. Und ich habe mir gedacht, gut, kramst mal in deinen Kartons und guckst mal, was du sonst noch so hast. Ja, das feiste Schlag auf Schlag fiel mir jetzt in die Hände. Ich habe mir gedacht, es wurde zwar schon öfters auch von anderen YouTubern verwendet, aber ich habe mir gedacht, es ist wirklich ein schönes Sortiment, hat nicht jeder, ist nicht alltäglich, und ja, ich finde es echt super. Wir können ja mal reingucken. Wir haben da unter anderem noch die richtig guten K.O.-Schläge von Feistel drin. Fette Wandlung. Sind angeblich noch richtig laut. Ich habe die selber noch nie gezündet. Wäre Premiere für mich. Genauso wie die schönen Schwärmer. Schwärmerarm müssten das noch sein. Ja, ebenfalls von Feistel natürlich. Genauso wie die FF-Pedale mit grüner Schrift. Gibt es ja auch in schwarzer Schrift. Ich glaube, die in schwarzer ist ein bisschen seltener. Auf jeden Fall. Die sind auch noch richtig, richtig gut. Das war gerade mein Handy. Dann haben wir hier nochmal die Koboldknaller. Ebenfalls, wie gesagt, auch von Feistel. Sehr schöne Teile, sauber verarbeitet natürlich. Auch noch schön dick. Dann haben wir hier noch die schönen Luftheuler. Obwohl sie ja verboten sind. Ich werde davon natürlich welche zünden. Und die richtig schönen Frösche noch. Graue Lunte. Die hüpfen hoffentlich noch richtig gut. Haben noch richtig gute... Scheinen noch richtig gute Pullwerken hier zu haben. Ja, ich hoffe einfach, es gefällt euch. Es wird natürlich jetzt nicht dem Aufwand von 1000 und mehr Abonnenten gerecht. Ich wollte, wie gesagt, was ganz anderes machen. Da werde ich natürlich was anderes dann noch nachschieben. Es wird ein kleines, kann ich schon mal sagen, FAQ-Video kommen, wo ihr mir ein paar Fragen stellen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, falls es gut ankommen sollte, schreibt es einfach in die Comments, wenn ihr so ein Video noch haben wollt. Dann kommt das nochmal als kleinen Nachschlag für die 1000 Abonnenten. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Set und ich genieße es jetzt selber. So, und jetzt nochmal herzlichen Dank an über 1000 Abonnenten mittlerweile. Ja, wie gesagt, das Superknall 444 wird leider noch ein bisschen auf sich warten müssen, aber dafür jetzt schon mal das Feistel Schlag auf Schlag in der älteren Ausführung, nur mit K.O.-Schlägen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ja, bei 2000 Abonnenten gibt es dann hoffentlich das Superknall. Ansonsten werde ich mir da noch was anderes Schönes überlegen. Aber jetzt ist mal viel Spaß hierbei. Wir fangen an mit dem Kobold. Na. Ah, war so ein halber Puffer. Mal gucken, ob wir noch mal. Auf jeden Fall, Reibköpfe sind auch noch sehr geil. Ach, sind alles in der Puffer. Dann machen wir hier weiter mit den Schwärmern. Ein bisschen größer, Schwärmer A. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, Moment. Ja, sorry, irgendwie sind die Bremsen hier gerade mega aggressiv immer drauf, wenn ich am Zünden bin. Ich habe keine Ahnung warum. Die Viecher sollen sich mal verpissen. Machen wir gleich nochmal einen, der war nicht ganz so gut. Schwärmen tun sie leider nicht mehr. Aber ein nettes. Also, wenn das mal nicht unbedingt ein Zeichen sein soll, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann. Da kam eben so ein schönes Rauch-V bei raus. Verdammt geil. Jetzt kommen wir zu den FF-Pedalen mit grüner Schrift, also die etwas neueren. Die alten haben wir, glaube ich, schwarze. Mal gucken, wie die sind. Oh, nicht ganz so laut wie erhofft. Machen wir nochmal einen zweiten. Ja, gut. Also sind auf jeden Fall ganz nett. Und jetzt mal die Frösche. Mal gucken, was die noch so leisten können. Graue Lünfe natürlich. Oh, sie brennt auch langsam. Ich hoffe, sie geht an. Oh, gucken wir nochmal kurz.
Wow. Also die kommen einmal um einen komplett rum. Machen wir nochmal einen. Vielleicht geht der diesmal besser. Okay, der scheint besser zu funktionieren. Der sprang auch nicht so schön. Und jetzt mal einen dritten. Hoffentlich funktioniert der jetzt richtig. Mal hier vorne hin. Ja. Da macht sich das Alter bemerkbar. Ja, jetzt als krönenden Abschluss der K.O.-Schlag von Feißl. Der kleine von dem größeren Bruder in Lilane und dem Donnerschlag natürlich. Aber ein sehr guter Kanonenschlag angeblich. Und ich werde mal schauen. Ja, wie gesagt, da ist der Frosch, der hat nur einmal gezündet leider. Passiert, ist eben auch nur Feuerwerk. Ist natürlich sehr schade bei den alten Sachen, aber was will man machen? Und jetzt der K.O.-Schlag. Der ist noch gut. Also für die Größe, man erwartet es nicht. Ich habe ihn ja hingestellt. Hier sieht man, der Stopfen wurde nach unten rausgeschossen. Und einfach extrem geile Teile. Ich mag die Dinger richtig. Wer davon noch größere Mengen kriegen kann für billig, sollte sie auf jeden Fall kaufen. Und einen Luftheuler mache ich nochmal, weil die, glaube ich, noch ziemlich laut sind. Ich weiß nicht, ob sie fliegen. Versuchen kann ich es jetzt leider nicht mit einer Hand. Kann ich nur mal so hinlegen. Mal gucken. Ja, er kam auf jeden Fall wieder zurück. Das bin ich bei Luftheulern gewöhnt. Die mögen mich irgendwie nicht. Deswegen zünde ich auch nur ein, weil mir ist dabei schon mal ein verdammt großes Missgeschick passiert. Und das will ich nicht nochmal haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal danke, danke an 1000 oder über 1000 Abonnenten, mittlerweile fast 1300. Vielen herzlichen Dank. Ich werde weiter Videos für euch machen. Ich werde immer da sein. Jetzt das Sommerloch werde ich versuchen, irgendwie zu stopfen. Und ja, ich bin jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich erstmal nicht online bei YouTube. Sprich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, müsst ihr die leider auf Motor oder so verschieben. Aber trotzdem wirklich danke, danke nochmal an 1000 über Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme.